Herzlich willkommen zu ein paar Minuten BIM Tree Manager. Was wir heute oder was ich heute in dem Film zeigen möchte, ist, wie wir aus den Brandschutzanforderungen, die Sie den Wänden mitgeben, praktisch Türen informieren können, Parameter zwischen einzelnen Kategorien hin und her kopieren können. Dazu öffnen wir uns den BIM Tree zum entsprechenden Projekt und wollen uns um die Türen kümmern, definieren das so. Und bekommen dann unser Projekt in tabellarischer Übersicht angezeigt, und zwar so konfiguriert. Die Konfiguration kann man hier anpassen, wie wir das halt haben möchten. In diesem Fall geht es uns um die Türen und deren Hosts in den Ebenen definiert. Wir haben die Türen, wir haben die Hostfamilie, wir haben das Fire Rating. Und was wir jetzt noch haben wollen, ist aus den Türen das Feld Kommentare. Beziehungsweise Kennzeichen wird benutzt für die Türnummern. Das macht Revit von sich aus. Wir holen das Kommentarfeld dazu. Was wir jetzt machen wollen, ist den Wert der Wand, Brandschutz, rüberkopieren in unseren Türparameter. Dazu drücken wir auf die rechte Maustaste Copy Value. Und welchen wollen wir nehmen? Wir nehmen den Host Type Fire Rating und sagen, mach das mal. Und schon haben unsere Türen die gleichen, in diesem Fall Brandschutzinformationen, hier drin stehen, und unsere Beschriftung wertet das auch schon aus. Was wir jetzt noch machen können, ist ganz bequem in der Tabelle die entsprechenden Türen markieren und dann zum Beispiel über den Wert, über die Markierung Change Selected Parameters, schreiben wir halt hier rein T-90. Dann wird das übernommen. Hier hinten haben wir vielleicht die drei Türen hier oben. Da muss natürlich dann rein T30, zum Beispiel in die nächsten vielleicht hinein T30 RS. Man muss auch das richtige Feld finden, T30 RS und so weiter und so fort. Und dann nehmen wir uns die anderen Türen noch vor. Und so können Sie halt relativ einfach sich schon mal die groben Werte rüberholen aus Ihren Host-Elementen, sprich den Wänden, und danach halt dann die Anpassungen in tabellarischer Form vollführen, sodass Sie halt dann statt F dann das T haben, und dann haben Sie halt hier die Türen mit den entsprechenden Eigenschaften und somit Ihre Planung wieder konform und schnell und übersichtlich vor allen Dingen ergänzt. Vielen Dank, so viel dazu.